Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir The Horror Night Room Escape. Das ist ein Spiel, in dem wir irgendwie in einen Keller gefangen sind. Wir müssen entkommen von den bösen Geistern. Und ja, ich jetzt sagen, wir klicken direkt mal auf Play. Okay, The Horror Night Room, ach, halt die Klappe. Okay, jetzt kommt noch Werbung. Mehr erfahren, Anne, ich bin noch rausgekommen. Dann kann die Werbung wieder weggehen. Ist es mein iPad umgedreht? Wenn ihr es auf PC schaut, müsst ihr es halt umgedreht schauen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt umgedreht ist. Dreht einfach euer Handy oder iPad um. Wenn ihr es auf PC schaut, müsst ihr es halt umgedreht schauen. Alles klar. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob es umgedreht ist. Falls, dann dreht einfach euer Handy oder iPad um. Ja, okay. Wir haben jetzt diese Tür geöffnet. Ich habe hier noch gar nicht angefangen zu reden, als wir mit dem Spiel gestartet sind. Das mache ich immer. Okay. Und so. Diese Schrank können wir nicht öffnen. Okay, wir können nicht alle Schränke öffnen, obwohl. Ah, doch. Den hier. Die können wir nicht öffnen. Okay. Alles klar. Da geht's da durch. Oh, ist da hinten ein Schlüssel? Hier ist ein Schlüssel. Nehmen den Schlüssel auf. Was ist ein Schlüssel, den ich nicht mal aufnehmen kann? Alter, ja super. Ich kann hier nicht mal Asylum Map, also es ist aus einer Anstalt. Nur ich glaube, es ist ein Keller. Wieso kann ich den Schlüssel nicht heben? Also das ist voll unfair jetzt. Aha, ach so, jetzt. Warum habe ich jetzt geblutet? Also das verstehe ich jetzt nicht. Mich hat doch niemand erwischt. Ist doch egal. Alles klar, Leute. Okay, dann gehen wir raus. Oh nein. Ach du, du hast mich erwischt. Okay, was ist das? Oh nee, nicht. Ach du, der macht seine Augen auf. Kann ich nochmal... nur mit dem kann ich nicht interagieren, mit diesem Bild leider. Okay. Gut, Leute, dann gehe ich euch hier lang. Oh, was ist das hier? Kann ich es nehmen? Oder ist es nichts? Kann ich das nicht nehmen? Oder kann ich den mit die. Nee, kann ich nicht. Oh, warum habe ich die Schlüssel nicht mehr? Wahrscheinlich, weil diese Job ist ein alter Star mich doch nicht so anbietet. Verdammte Frau. Okay. Dann öffnen wir hier. Und zack. Gut, Leute, dann gehen wir hier rein. Okay. Aufnahme läuft noch okay, alles ist gut, Leute. Dann geht's hier rein. Oh geil, da ist noch ein Schlüssel. So. Oh, Alter, komm. Und dann. Ach du Scheiße, Mann. Da war ein Geist, Leute. Da war ein Geist. Meine Güte, okay, Schränke öffnen. Ich weiß ja genau, dass da nichts ist, weil hier so ein Schlüssel war. Aber man kann nie wissen. Muss man trotzdem nachgucken. Man kann nie wissen. Oh. Okay, hier ist nichts. Den oberen Schrank können wir leider nicht öffnen. Verstehe ich auch nicht warum. Okay, dann gehen wir mal wieder hier lang. Da waren wir hier schon. Nö, hier noch nicht, oder? Ja, jetzt habe ich meinen Schlüssel nicht mehr. Die ist ja wahrscheinlich abgeschlagen. Aber das erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Film Der Exorzist. Was ist das, was ich nicht meine? Okay. Alles klar. Aber ich habe nochmal am Laufen. Yes. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Kann ich verstehen. Okay. Mein Held ist nur noch 94. Der Tank ist nicht. Okay. So. Okay, mal leider nicht. Öffnen. Okay, was finden wir hier drin? Eine Fuse ist das? Was ist das? Ey, Digga, was ist das? Ich will aufnehmen. Ist das hier noch geil? Also, da kann ich halt nicht aufnehmen. Hier sind überall Bücher. Kann ich mit denen gar nicht interagieren? Hier kann ich nicht. Oh. Ich hätte doch aufnehmen können, oder? Ah, jetzt. Okay, jetzt. So. Oh, scheiße, ist mir noch ein Stuhl gefallen. Kann ich diese Schränke hier öffnen? Das kann ich leider nicht. Okay. Warte, das muss man nicht verstehen, so ehrlich sagen. Warum kann ich diesen Schrank nicht öffnen? Okay. Dann geht's hier raus. Oh, scheiße, Mann. Da hinten leuchtet doch etwas. Oh nein, nicht der. Verdammt, da war dieser Geist. Ich wollte nur nachgucken, verdammt. Okay, mein Held ist jetzt wieder 93. Ich darf den Geist wahrscheinlich nicht anstarren. Voll um, okay. Alles klar, Alter. Was sind wir hier? Wohl nichts drin. Okay. Dann hier. So. Also, zack. Finden wir hier hinten etwas? Oder war ich da hinten schon mal?
Also das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, hier ist einfach nur so ein dunkler Gang, da war ich noch nicht. Obwohl, warte, hier sind die Türen offen. Obwohl, warte, hier drin war ich noch gar nicht. Ich kann mich nicht an so einen Raum erinnern. Hier ist auch ein Logo, würde ich sicher nicht übersehen, wenn ich in diesem Raum bin. Warum ist die Tür offen? Jetzt habe ich zwei Sachen in meinem Moment. Dieser Geist, ich hätte schon gedacht, was blinkt hier so schwarz? Ich bin wieder zurück auf weiß. Und es war wahrscheinlich dieser Geist hier. Okay, also ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder hier durch. Ach du Scheiße, Mann. Hä? Ha, der ist wahrscheinlich zu mir geflogen. Ich hätte gedacht, ich bin ihm ausgewichen. Okay. Jetzt habe ich diese Tür wahrscheinlich abgeschlossen. War. Was passiert eigentlich, wenn man eine abgeschlossene Tür öffnen will, wenn man kaputt will? Dann steht sicher, das Tor ist locked. Also die Englisch können. Das müsste sogar stehen, dann weiß man, dass man Schlüssel suchen muss. Okay, was ist hier drin? Oder verliert man den Schlüssel? Sind alle Türen offen? Verliert man einfach einen Schlüssel? Was ist das hier? Kann ich wieder aufnehmen? Danke. Your hand is full. Aha, ach so. Meine Hand ist voll. Ich kann Schlüssel aufnehmen. Wahrscheinlich, aha. Ich wollte gerade sagen, sind hier alle Türen offen und man... Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die Schlüssel müssten für einige was da sein hier. Aber die sind schon mal auch einfach so offen. Komm, die seine Augen mache ich mal weiß. Oh, hier war ich doch schon, oder? Bei diesem Exorzist-Bild, das mich an den Film Exorzist erinnert. Ausweichen? Nö, er hat mich wieder erwischt. Geil. Hier ist eine Knarre. Aber ich kann die nicht nehmen, wenn meine Hand voll ist. Verdammt, was brauche ich denn die Sicherung? Diese Knarre wäre sicher übelst geil, Mann. Da könnte ich die Geister abschießen. Kann ich mir das zwar gar nicht vorstellen. Okay, dann geht's hier rein. Hat sich die Tür automatisch geschlossen oder war ich hier noch gar nicht? Oder habe ich die Tür wieder geschlossen, wenn ich vielleicht schon mal hier drin war? Nö, ich glaube nicht, aber hier ist noch eine Tür offen. Warte, da ist noch eine Tür. Ja, hier kann ich also rein. Das sind Bette. Oh mein Gott. Verdammt, Arschloch. Nur noch 81 ist mein Heal, aber das ist auch egal. Toilettensicherung. Your hand is full? Wieso kann ich rein? Wieso kann ich denn eigentlich nur einen Schlüssel aufnehmen? Wenn ich jetzt einen Schlüssel aufnehmen will. Oh! Ach, scheiße, Mann. Aber guck mal, den Schlüssel kann ich aufnehmen. Kann man so einen Jumpscare. Wieso kann ich die Schlüssel aufnehmen und nicht die Sicherung, die anderen Sachen? Die kann ich jetzt gar nicht aufnehmen, Digga. Guck doch mal. Das ist so voll unfair, wenn ein Gegenstand in meine Hand passt. Obwohl, weil das bei den ganzen anderen Granny-Spielen auch so. Okay, mein Schlüssel ist hier natürlich wieder einfach so verschwunden. Okay, Julia, oh. Da stand jetzt hier nie die Kito an. Lock! Nie die Alter, immer wenn ich diese bisschen das Türen vergehe, da kommt so ein Jumpscare. Verdammte Scheiße. Schublade. Gut, Leute. Bitte. Oder außer natürlich, hier ist irgendwie was drauf. Dann sind diese Bitte nicht nutzlos. Ja, hier ist auch nichts drauf, aber das ist ein Schlüssel. Okay, da auch wieder ein Schlüssel. Oh, der geht, damit gehen wir direkt zu dieser Tür da. Okay, alles klar, Waldemar. Dann finden wir noch so ein verdammtes elendes Scheißbett. Alles klar, dann geht's hier durch. So, you need the key to unlock. Da steht nur need the key to unlock, aber ich sag you need the key to unlock. Weil you need the key to unlock klingt irgendwie viel geiler für dich. Alles klar, hier steht nix. Was ist denn hier? Nimm den Schlüssel. Ja, perfekt, genau. Leute, alles klar, hier bin ich gleich immer hier, finde ich eigentlich nichts, oder eine Tür hier. Gibt es hier in diesem Spiel eigentlich Tore, oder hat sich der Ton wieder ausgeschaltet? Nö, ich glaube nicht, hoffentlich nicht. Alter, hier sind zwei Türen. Wahrscheinlich ist eine davon abgeschlossen. Oder nicht, wäre zu schön. Ist zwar nicht schön, aber hier ist noch ein Schlüssel not, falls das jetzt eine Tür abgeschlossen ist, da. Nimm ihn und zack, so. Muss ich mal eins darüber gucken, irgendwie. Okay, dieses Mal haben wir den Schlüssel noch. Das heißt, theoretisch, diese Tür war nicht abgeschlossen. Die beiden nicht nehmen oder was auch immer das ist. Wieso kann ich die gelbe Sicherung oder was auch immer das ist? Alter! Was wäre passiert, wenn ich jetzt die Knarre gehabt hätte, die ich eben nicht aufnehmen konnte, wegen meiner Hand, die voll ist, und den Geist abgeschossen hätte, falls es überhaupt geht? Wäre er dann tot gewesen oder nur für kurze Zeit oder wäre dann nichts passiert? Braucht man die Knarre für etwas komplett anderes? Das weiß ich nicht. Oh, warte, ich kann damit interagieren. Finster mit dem Kapazine. Oh, wahrscheinlich eine Knarre. Ich weiß, ich brauche dafür eine Knarre, aber zuerst muss ich die gelbe Sicherung ablegen. Hier war drin so eine Tür. Das könnt ihr mir jetzt nicht erklären. Oder? Da war sie hier draußen. Ich muss in den ganzen Raum umgucken. Hier sind überall Türen. Verdammt. Hier drin kann sie auch nicht gewesen sein. Wenn du mir sagen möchtest, dass ich diese Tür jetzt nicht finde, bin ich hier ein bisschen angepisst. Aber... Es war irgendeine Tür hier. Irgendeine Tür, die zu war hier.
hier eine geile Tür, die zu war. Ich weiß das genau. Und die wollte ich jetzt öffnen. Ich bin zuerst in die Tür reingegangen, wo wir all diese 1000 Räume gefunden haben. Wir sagen jetzt über hier. Nö. Also ob ich die genau jetzt nicht finde oder habe ich die schon geöffnet? Bin ich durch diese Tür hier irgendwie so hingekommen? Oder weiß ich, wie ich erklären soll? Ach komm, halt, dann suche ich es halt nicht. Wahrscheinlich bin ich durch diese Tür schon irgendwo hingekommen, wo ich schon längst war. Aber hier finde ich leider nichts. Für was brauche ich diese gelbe Sicherung oder was auch immer das sein könnte? Für irgendwelchen Strom? Ach du Scheiße. Auf jeden Fall liegen hier drei Sachen rum. Das gelbe, das wir haben, ein pinkes und ein weißes. Vielleicht gibt es auch noch mehrere davon und nur eins. Aber ich weiß es nicht. Hallo? Ist hier niemand? No, hier ist niemand. Ja, zum Glück auch nicht dieser Geist, Alter. Also eigentlich, Leute, können wir auch hier runken. Doris Cramper Situation, Point of Interest. Interested ist, wäre dann theoretisch genau da. Aber zuerst müssen wir den Eingang zu irgendwelchen Räumen finden. Okay. Ich weiß mal nicht, was Interest ist. Alter, wo sind wir jetzt? Mich nimmt so nach Wunder. Waren wir da schon mal? Hier, Interested. Oh, ne, hier waren... Ich glaube, das ist falsch, Digga. Müssen wir uns umdrehen? Hier, oder? Ach ja, aber das ist ein Point von Interest. Wäre dann hier ein Point of Interest? Ach komm, ich lege die ganze Zeit auf das Kreuz. Wir sind jetzt theoretisch hier ein Point of Interest, oder muss man da irgendwie anders reinkommen? Ich glaube, da muss man anders reinkommen. Ich schätze mal, da oben wäre dann der Ausgang. So, hier laufe ich jetzt gerade auf den... Yes, Door. Ah, das Rote sind Türen. Das heißt, theoretisch laufe ich gerade auf der Tür zu. Gerade jetzt fängt Booster XR fängt jetzt sogar noch an, die Karte zu studieren. Macht doch auch nichts. Ich laufe jetzt auch auf eine Tür zu. Ich schätze mal, so kommen wir dann in den anderen Raum hinein. Sind wir jetzt hier? Yes, right, in Boogie-Man. Jetzt sind wir hier. Laufe ich jetzt auf diese Tür zu? Ja, das ist ein Point of Interest, oder? Bin ich jetzt da rauf? Ich bin daran vorbei, oder? Ich glaube, ich muss ganz nach unten an den, hier. Oh nein. Umgedreht. Ich weiß nicht, ob es umgedreht ist. Falls es nicht umgedreht ist, müsst ihr jetzt nicht sagen, Booster, du bist dumm. Es ist gar nicht umgedreht. Ich weiß es nicht. Es ist mir schon oft passiert, dass ich mein iPad umgedreht habe. Oh! Ich dachte, ich bin jetzt draußen, Digga. Ja, super. Jetzt gibt es hier noch ein Bettfest oder was? Aha! Oh, wir haben die Sicherung noch da eingesetzt. Heißt das theoretisch, ich soll mich jetzt wieder auf die Suche nach einer Knarre machen? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, ist gerade gar nicht. Okay. Wahrscheinlich ist das hier wieder ein Point of Interest. Oder nicht? Nö, ich glaube nicht. Vielleicht das? Den Stuhl sehe ich hier nicht. Nö, das ist kein Point of Interest. Ich würde mal kommen, wenn du an der Tür ist halt einfach das ganze Asylum oder ich sage Pistola. Okay, Leute. Aber hier finden wir überall nichts. Ich weiß nicht, wo dieser eine scheiß Knarre war. Wir müssen jetzt nur noch die Knarre suchen, dann können wir die aufnehmen und dann müssen wir nur noch das Dingsbums suchen, wo wir die Knarre einsetzen müssen. Die lag irgendwo hier. An irgendeiner Wand lag die, aber ich glaube, das war in einem Gang. Hier drin. Ja? Ne, hier habe ich die Sicherung. Soll ich die jetzt aufnehmen? Ach komm, ich nehme die jetzt auf. Oh, was ist denn so scheiße? Hat mich jetzt dann. Das Video ging schon 14 Minuten. Ich beende das heutige Video schon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das würde ich sehr freuen. Sonst wird der Kopf dieses Geist bei euch zu Hause sein und mit den Armen so ausschwenken. Also der fliegt zu euch dann und tötet euch. Und wenn er es nicht schafft, dann wird euch halt dieser Geist töten, der sich rumteleportiert und ihr werdet sterben, wenn ihr ihn zu lange anschaut. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao, Leute.